Here I am with the winner of the Hockenheim Ring. Ich bin jetzt hier mit dem Gewinner des Hockenheim-Rings und dem Gesamtführenden Gary Perfetz. Lass uns kurz über das Qualifying reden. Du gehst heute von Startplatz 3 ins Rennen. Hast du dir es erhofft? Bist du damit glücklich? I'm definitely content with that, yeah. I mean, it's so very close this year, you know. Ja, damit bin ich definitiv zufrieden. Es ist dieses Jahr so extrem eng. Mercedes-Benz, Audi und jetzt BMW. Alle drei Hersteller hatten vor allem sehr starke Qualifikationen. Das ist so eng, wie es bisher noch nie war. Das kommt für uns alle überraschend. Mit all den neuen Autos dieses Jahr und so vielen Änderungen im Reglement haben wir ein paar Lücken erwartet. Aber dem ist nicht so. Es ist wahnsinnig eng. Ich glaube, in der Qualifikation können 10 bis 15 Fahrer auf Pole fahren. Das sieht man, wenn man die Fahrer beobachtet, die in den ersten beiden Qualifikationsrunden ausscheiden. Alle enttäuscht, weil sie versucht haben, um die Pole zu kämpfen. So viele Leute können ganz vorne sein. In das Final Four Shootout zu kommen, ist deshalb ein großer Erfolg. In den ersten beiden Reihen stehen, egal wo. Ich meine, ich habe gestern die Pole um 500. verpasst. Das ist enttäuschend, weil ich weiß, dass es schneller hätte gehen können. Aber wir sollten froh sein über den dritten Platz. Das gibt uns eine große Chance fürs Rennen. Apropos lückenlos. Es war eine sehr kurze Woche für dich. Das letzte Rennen ist gerade mal eine Woche her. Wie geht's dir damit? Ja, es war eine sehr anstrengende Woche. Ich habe Hockenheim Montagmorgen verlassen, um nach Mugello in Italien zu fliegen. Dort habe ich Dienstag und Mittwoch das Formel-1-Auto von McLaren getestet und bin Donnerstag zurückgeflogen. Das verschwimmt bei mir gerade alles ineinander. Von einer Rennstrecke zur nächsten, zum Test. Das ist ein großes Abenteuer und bisher war es wirklich gut. Aber auf der anderen Seite vermisse ich meine Familie auch sehr. Auch heute ist das Rennen ein großes Abenteuer. BMW hat sich die Doppelpole gesichert. Zunächst mal, hast du damit gerechnet, dass BMW so stark ist? Und zweitens, glaubst du, dass du die zwei vor dir schlagen kannst? Also wir haben sie nicht so stark erwartet, aber richtig überrascht bin ich nicht. Sie haben da viel Anstrengung reingesteckt. Großartige Fahrer von Mercedes-Benz und Audi engagiert, ebenso Mechaniker, die alles über die DTM von unseren Teams wissen. Das alles, um Erfahrung ins Team zu bringen. Und das ist ihnen gelungen. Ich meine, sie haben im zweiten Rennen die ganze erste Startreihe. Das ist ein Riesenerfolg. Und ob wir sie schlagen können? Ja, das denke ich schon. In Hockenheim haben wir gezeigt, dass wir ein hervorragendes Renntempo haben. Hoffentlich schaffen wir das heute wieder und sind am Ende vorne. Es wird ein aufregendes Rennen. Viel Erfolg und danke dir.